Der Montagabend im Theaterlaboratorium stand ganz im Zeichen des Sports. 5 Auszeichnungen gab es an diesem besonderen Abend zu vergeben. Den Anfang machte die Nachwuchssportlerin des Jahres 2012. Jule Dirks vom Oldenburger Ruderverein konnte mit 1471 Stimmen den Sieg erringen. War ein guter Abschluss jetzt für das letzte Jahr. Ja, war überraschend, aber ich freue mich. Auch für den Nachwuchssportler des Jahres waren wie in den anderen Kategorien 5 Kandidaten nominiert. Der Basketballer Jan-Niklas Wimberg ist mit seiner Größe von über 2 Metern im Basketballsport besonders gut aufgehoben und nun Nachwuchssportler des Jahres 2012. Ich trainiere jeden Tag und ich hoffe, dass ich versuche mich immer weiter zu verbessern und mein Spiel immer auf ein neues Level zu bringen. Und ich hoffe, dass ich weiterhin erfolgreich bleibe. Neben den sportlichen Auszeichnungen wurde das Programm mit Auftritten verschiedener Künstler bereichert. So zeigte die Oldenburgerin Emily Fröhling ihr Gesangstalent. Auch das Trio Rap da Bechers konnte mit seinem Becherrap das Publikum begeistern. Zurück zum Sport. Zur Mannschaft des Jahres 2012 gekürt wurden mit 1606 Stimmen die Bundesliga-Handballerinnen des VfL Oldenburg. Sie kennen ihr Erfolgsrezept ganz genau. Wir arbeiten halt als Mannschaft jeden Tag hart daran und versuchen aus Niederlagen genauso wie aus Siegen auch zu lernen und uns stetig zu verbessern. Der Titel für den Sportler des Jahres ging an einen Spieler einer Ballsportart, die Massen begeistern kann. Basketball. Der 22-jährige Kevin Smith von den EWE Baskets holte sich den Titel und ist nun Sportler des Jahres 2012. Ja, kann ich schlecht beschreiben. Das ist ein super Gefühl. Ich freue mich sehr. Ich lebe ja mein ganzes Leben in Oldenburg und habe es auch die Jahre immer mitverfolgt. Es ist super, das mal gewonnen zu haben. Das freut mich sehr. Die Sportlerin des Jahres konnte nicht bei der Siegerehrung dabei sein. Ruth Spielmeier wurde deswegen von ihrem Vater Andreas Spielmeier vertreten, der für sie den Pokal in Empfang nahm. Stolz bin ich schon, klar, wie letztes Jahr auch. Allerdings war es dieses Jahr eine Überraschung. Ich hätte so nicht damit gerechnet und umso größer ist jetzt die Freude, muss ich sagen. So sehen Sieger aus. Zum Abschluss konnten sich alle Sportler noch einem reichhaltigen Buffet hingeben und den Abend ruhig ausklingen lassen.